Was? Da wundert mich sein Skelett eigentlich nicht. Hä? Was? Was mich aber erstaunt, sind diese Leute, die schon viele Höllenwesen besiegt haben. Dieser Satan, wie er sich nennt, wurde auch schon zweimal besiegt. Stimmt, diese Kinder und dieses Skelett sind nicht zu unterschätzen. Wir sollten vorsichtig sein. Sorge dafür, dass dieser Junge, den du gefangen genommen hast, endlich Ruhe gibt. Jawohl, Meister. Übrigens, dieser Blonde ist bereits bei dem Bruder von dem Toten. Der Typ in der Rüstung ist wieder bei dem kleinen Bruder und bei diesem Dominik. Das heißt, dass es nicht lange dauert, bis sie wieder zusammengefunden haben. Erschaffe noch mehr von den Zombies, so wie du es bei diesem Kevin gemacht hast. You know what I mean? Sorry dafür, dass er endlich ruhig ist. Jawohl, Meister. Noch etwas. Pass auf das Skelett auf. Ich glaube, es könnte gefährlich werden. Lasst es meine Sorge sein. Ich verlasse mich auf dich. Okay. Die Reaktion, ey. Wie? Wir waren das die Leute? Und wovon haben sie gesprochen? Oder von dem Toten? Er ist tot. Doch nicht etwa. Ich muss dringend zu den anderen. Ja, das muss ich. Und wieder darf ich einen Dungeon durchlaufen, der total bekloppt ist. Oh ja, das ist geil. Storytelling und so. Gibt es ja nicht. Du schlecht. Ja. Verdammt, da ist jemand. Oh, ein Pfarrer. So, der Junge ist erstmal ruhig. Nun sollte ich mal nach dem Mädchen schauen. Und er sieht das. Er sieht zu auf die Entfernung nicht. Er muss wirklich ein Blumenfisch sein. Regenbogen! Was war denn das für ein Einer? Du bist ein Eternity Man. Ich habe seine Stimme erkannt. Es war einer der beiden Stimmen, die ich gehört habe. Dialog, Alter. So nenne ich glaube sofort Eternity Man. Das sind eigentlich Pfarrer, also Priester vom ATP, RTP vom RPG Maker 2000 und 2003. Also ja, bei Immortal Machine 6 nicht. Ich muss nachsehen, was er mit dem Mädchen macht. okay. Ich glaube jetzt Sex incoming, hä? Da liegt der menschliche. Da liegt das menschliche Geschöpf. Wieso töten wir nicht einfach alle? Mein Meister hat vielleicht komische Ideen. Wenn ich der Boss wäre, also ich würde alle die Kehle durchschneiden. Ich würde eine Kehle durchschneiden. Weil ich kann auch kein Deutsch. Egal, zurück zu den Mädchen. Sie scheint doch bewusstlos zu sein. Unheiliger Priester. Ich gehe jetzt trotzdem mal auf Nummer sicher. Diese Schlafmittel ist ziemlich wirksam. Ich muss nur aufpassen, dass ich die richtige Dosis nehme. Ansonsten stirbt dieses Balk und mein Meister kotzt mich. Ich renne immer selber. Lass die Spitze fallen. Ja, nicht eine Spritze, sondern eine Spitze. Eine Spitze Spritze oder eine Spitze Spitze. Naja. Das Skelett ist wach. Verdammt, verschwinde, ehe ich deine Knochen zertrümmere. So etwas wie du will mich besiegen? Ich bin kein gewöhnlicher Mensch. Ich habe die Macht Satans in mir. Verschwinde, ehe ich dich in artgerechte Stücke schneide. Ja. Wir sehen uns noch. Ja, okay. Ich berechte alles in deinem Selbstgespräch. Ja. Um Jennifer kümmere ich mich später. Ich muss nach den anderen Gefangenen schauen. Ach, das ist Jennifer, oder wie? Zum Glück nur bewusstlos. Ich muss nach den Lungen schauen, den der Typ erwähnte. Ja, super, ey. Ach, das ist Kevin. Kevin, er hat ein kleines Loch von dieser Spritze im Arm. Ich frage mich gerade, ob... Das Loch muss ja echt riesig sein, wenn man das erkennt. Also, artgerechte Stücke, ja. Hoffentlich wacht er bald auf. Mann! Man! Dieses Spiel. Ja. Das Skelett ist erwacht und schaut sich seine Freunde an. Wieso bist du geflohen? Er hätte mich getötet, wenn ich nicht geflohen wäre. Hast du mich großartig angegeben? In dir wäre die Macht Satans? Nun ja, ich dachte,
Du dachtest, wenn das Skelett nun Probleme... Was? Wenn das Skelett nun Probleme, dann wirst du wissen, was Qual bedeutet. Tun. Ja, Meister. Ja, Meister. Ja. Verdammt, mach endlich auf. Sir Andrew. Endlich. Was ist passiert? Wo sind all die anderen? Ich weiß nur, wo Jennifer ist. Folge mir. Alles klar. Ja, dieses Storytelling und diese Story ist so derb geil. Halt! Halt! Keinen Schritt weiter oder dieses Mädchen lebt nicht mehr lange. Nein, was jetzt? Regenbogen, im Moment hat er die Oberhand. Im Moment hat er die Oberhand. Ist das so richtig? Ich glaube nein, im Moment hat er die Oberhand. Oh nein, er hat Jennifer die Hand abgeschlagen, oh Gott. Der Priester muss jetzt Faces in Dead spielen. Bewegt euch nicht von der Stelle, der Boss kommt gleich. Ja, der Priester, dann macht er euch persönlich fertig. Was? Der Bruder von... Und der Blonde. Wieso? Woher? Und ihr lasst ihn einfach so durch. Ist klar, Leine. Woher ist gut? Woher kommt ihr auf einmal? Na, durch den Eingang. Wir waren draußen im Garten. Dort war ein Zombie, der exakt so aussah wie du, Kevin. Wie ich? Wie ich? Jetzt verstehe ich auch, was der zweite Typ meinte. Was für ein zweiter Typ? Ich konnte das Gespräch zwischen diesem Möchtegern-Priester, schreibt man das eigentlich zusammen, und einem zweiten Typen mitgekriegt. Ich konnte das Gespräch mitgekriegt. Ja, ich konnte das mitgekriegt. Ja. Und der zweite Typ sagte sowas wie, erschaffe noch mehr von den Zombies, so wie du es bei diesem Kevin gemacht hast. Das war nur ein Zombie, den ich getötet habe. Ich habe es nur zu spät bemerkt. Und wie hast du nun gemerkt, dass der Zombie nicht ich war? Diese Dialoge! Darauf habe ich ihn aufmerksam gemacht. Der Zombie hatte kein Funkgerät, so wie wir. Hä? Und mit Kevin sein Funkgerät vielleicht irgendwo verloren hat? Alter. Das hätte man Kevin doch einfach abnehmen können. Oh, eure Logik. Surprise. Achtet dann Zombie auf so etwas? Naja, ist momentan egal, ist halt die falsche Stimme egal. Wir sollten warten, bis Jennifer aufwacht. Und dann gehen wir weiter. Du bist zu nichts gebrauchen, kein bisschen. Aber ein Typ schlägt mich einfach mit seinem Schwert. Der war so böse, Mami. Na gut, dass sein Schwert mich nur gestreift hat. Obwohl die Animation auf mir war. Wenn ich mit dir fertig bin, würdest du dir wünschen, du wärst durch das Schwert gestorben. Meister. Was? Meister, was? Nein, nicht. Nicht zwischen den Beinen packen. Nein. Da bin ich doch so ein Fittig und werde ganz steif auf einmal. Das ist ein plus 18 Stream, also, na egal. Jennifer wacht auf! Was ist passiert? Das ist eine längere Geschichte. So wie mein Ding ist zwischen den Beinen, das ist auch länger. Egal. Das war nicht der dumme Witz, Alter. Seht mal, ein Eingang! Wow! So much entrance. Wow. Amazing. So amazing. So awesome. Vielleicht sollten wir mal hinein. Man weiß ja nie. Vielleicht sind die anderen bereits dort. Alter, das sind so viele Gläuse, Alter. Ganz ehrlich. Das sind so viele Gläuse. Wie gehen wir nun weiter vor? Wir müssen Dominic, Stephen und Daniel finden, sofern sie noch leben. Sie leben ganz bestimmt noch. Wollen wir das mal hoffen? Suchen wir dann jetzt die anderen drei? Ihr braucht nicht mehr suchen. Sie sind hier.
So viele Charaktere! Endlich sind wir wieder komplett. Es muss dir mal zuhören. Kevin, du weißt schon davon. Wovon? Satan. Wer? Der Teufel? Oh Mann, heute war Mathe auch ziemlich weiterhin in seinem Stream. Echt? Passt ja. Verdammt, du nicht der. Ich habe ihn doch besiegt. Er lebt. Und wie er lebt. Es ist nicht Dr. Bram, der unser Hauptfeind ist. Er ist nur für diese Höllenwesen verantwortlich, aber Satan ist der Gefährlichere. Er sagt, er hat Dr. Bram nur ausgenutzt, um diese Welt zu gelangen. Satan ist unser Hauptfeind? Wenn der Leibhaftige unser Gegner ist, sind wir dann doch machtlos. Nicht, wenn wir zusammenhalten. Bei der Kraft der Freundschaft und dem Herz der Karten und dem Mondstein, Flieg und Sieg! Genau, wenn wir zusammenhalten, besiegen wir den Teufel. Die Macht der Freundschaft! Oh mein Gott! Vorher hatten wir Strawpoiler bestimmt und die Option perverse Assi hat auch gewonnen. Okay. What the fuck? Oh Gott. Klar, aber das müssten wir ihn erstmal finden. Und wenn wir erstmal diesen Priester und den zweiten Typen fertig machen. Priester? Zweiter Typ? Da gibt es einen Priester und einen Meister. Der Priester sagt, er habe die Macht des Teufels. Teufel? Schlag vor, wir gehen zu ihnen. Sie sind vermutlich im zweiten Stock. David und ich haben beim Herkommen eine Treppe gesehen. Wir auch. Ja, und wenn ich mich recht erinnere, habe ich auch Leute miteinander reden hören. Na, worauf fanden wir denn? Los geht's! Ich habe mir so viele Stimmen gerade verdammt. Alter, wir waren wieder komplett. So gingen wir schließlich die Treppe hoch, die ein paar von uns gesehen hatten. Es hat Masse alles was perverse Assi kommentiert. Ja. Als wir schließlich im zweiten Stockwerk waren, erreichten wir einen endlosen Gang. Ihr habt Ideen, ne? Doch die würde ich ja nie kommen. Nachdem wir einige Zeit durch diesen Gang marschierten, sahen wir die beiden. Der bricht. Die Beschreibung, Alter. Das ist fast so gut wie in Sternenkind-Saga. Der Priester und einen seltsamen anderen Typen. Was ist dieser seltsame andere Typ? Halbverwester Typ. Wie spreche ich den jetzt? Keine Ahnung. So, so, wir sind alle hier. Ja, oder was bist du? Ihr habt mich zwar noch nie gesehen, aber ihr kennt mich dennoch. Ich bin Dr. Bram. Ach, das ist Dr. Bram. Okay. Was? Etwa der Dr. Bram. Jetzt bist du dran. Fürchte lieber, solange du noch kannst. Nein, den lasse ich nicht vorbei. Endlich sieht er gekommen. Das Hebelfest hat bloß verschiedene Haarfarben. Das ist so dumm, Alter. Das ist so dumm. Endlich ist er gekommen. Ihr glaubt nicht, dass ich mächtig bin, oder? Ich möchte euch zeigen, was ich alles kann. Ich kann tanzen und ich kann mit Fackeln herumwirbeln und bellen und was so alles. Oder nein, ich zeige es euch später, vielleicht. Los, Dina, mach dieser Kinder fertig, guten Tun. Jawohl, Meister. Woher willst du? Ich verschwinde vorerst. Ja. Dramatische Szene gesetzt. Mit einem bösen Muhahaha. Verdammt! Verflucht, wie macht er das? Wie kann er sich spontan teleportieren? Hey, zug mir Dr. Bram, ich mache diese Kiste alle. Okay, viel Glück. Sind die jetzt weggeklopft oder was? Sagte ich dir nicht, dass du verschwinden solltest, ehe ich dich fertig mache? Nun hast du keine Chance mehr zu fliehen. Fliehen nicht gestattet. Hier bleiben, Skelett töten. Was hat dieser Dr. Bram mit dir gemacht? Stärke, unbesiegbar, Macht des Teufels. Ich den Terminator. Du bist nicht so stark wie der Teufel. Du bist nur ein Mensch. Ich bin Priest. Ich bin Priesterin. Der Priester. Scheiße, ich kann den Witz nicht vollenden. Nicht mehr. Mach zeigen. Aua! Du Dreckskerl. Na komm her. Es ist wieder ein sehr spannender Kampf, außer dem... Alter!